Ich war bei dem TÜV dort und habe mich angeschaut, als würde ich ihn irgendwie verarschen wollen oder keine Ahnung. Oder als war das Auto hat hinten so ein Continental Kit drauf. Das da. Und da hat er mich angeschaut, so ungefähr, wie ich auf die Idee gekommen bin, mir das Ding da drauf zu schnitzen, ob ich das da selber drauf geklatscht habe. Aber es hat mir auch wieder gezeigt, dass der Typ, glaube ich, keine Ahnung hat. Als erstes hat er mich gefragt, warum ich die Reifen angestrichen habe, also diese Weißwandreifen, die wo so gehören, warum ich die denn angemalt habe. Das war sein erster Punkt. Ich habe schon gesagt, so ein Malen nach Zahlen oder keine Ahnung, was er da von mir wollte. Aber was willst du halt auch so einen Schrott noch sagen, wenn dich einer fragt, warum du die Weißwandreifen angemalt hast? Was willst du denn da noch erzählen? Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Jojo Performance. Was soll ich euch sagen? Ich wollte mit dem Cadillac zum TÜV fahren, oder ich bin mit dem Cadillac zum TÜV gefahren und bekommen habe ich eine Mängelliste des Grauens. Und das gehe ich jetzt mal mit euch durch. Also ich hole jetzt mal ein bisschen aus, dass ihr die Vorgeschichte kennt. Wir haben vor circa 3 Jahren das Fahrzeug aus den USA, aus Miami, importiert und direkt hier in Spanien gleich wieder zugelassen, auf H-Zulassung, also mit spanischer Oldtimer-Zulassung. In der Zwischenzeit haben wir eigentlich nur das Fahrzeug lackiert. Ne, wir haben den erst lackiert, glaube ich, und dann die spanische Zulassung gemacht. Ich glaube, sowas. Auf jeden Fall haben wir den dann gleich auf spanische Zulassung zugelassen. Das heißt, das war der erste TÜV nach der kompletten Zulassung. War das jetzt der erste TÜV. Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich nicht viel machen müssen an diesem Auto. Wir haben ungefähr gar nichts gemacht. Allerdings geben wir das auch immer eigentlich aus der Hand, diese Zulassung. Sprich, hier gibt es einen Oldtimer-Club, da gibt es einen Ingenieur extra dafür und der kümmert sich um solche Sachen. Ihr gebt ihm die Papiere, das Auto und alles und der macht euch alles. Und dann bekommt ihr das wieder zurück, komplett fertig mit allen Papieren, mit allen Pipapo. Also viel Blabla, was ich euch damit sagen will eigentlich ist, dass sich seit dem letzten TÜV nichts verändert hat im Auto, außer vielleicht der Lack, ich weiß es nicht, aber der war vorher auch Gold und innen eine Musikanlage. Ansonsten hat sich da nichts geändert. Und jetzt kommt er mir mit Sachen an, wo ich mir denke, was ist denn mit ihm los? Ich war bei dem TÜV dort und habe mich angeschaut, als würde ich ihn irgendwie verarschen wollen oder keine Ahnung, oder als wollte ich, ich kann es euch nicht sagen, keine Ahnung. Der hat mich angeschaut, alleine schon wegen, das Auto hat hinten so ein Continental Kit drauf. Das da. Und da hat er mich angeschaut, so ungefähr, wie ich auf die Idee gekommen bin, mir das Ding da drauf zu schnitzen, ob ich das da selber drauf geklatscht habe. Dass das von Haus aus so gehört, ich glaube sogar, das ist Serie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Serie ist oder ob das Zubehör ist oder ob das man bestellen kann auf extra oder was auch immer, das weiß ich selber nicht. Aber ich bin mit Sicherheit nicht auf die Idee gekommen und habe mir gedacht, hey, ich schnitze mir jetzt mal den Ersatzreifen hinten auf den Kofferraumdeckel drauf. Aber so hat der mich angeschaut. Also so schaut das aus. Das ist, also ich würde entweder sagen, das ist wirklich Serie alles. Oder das kann man, weiß ich nicht, vom Werk aus vielleicht sogar so bestellen. Okay, dieses Luftfahrwerk, das habe ich nachträglich gemacht. Aber das, glaube ich, hat der gar nicht gesehen. Der hat sich mit Sachen befasst, die wo eigentlich uninteressant sind. Also so schaut es. Das ist der Continental Kit, heißt das Teil. Das gehört so. Auf jeden Fall, das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Also keine Ahnung, der hat mich angeschaut. Keine Ahnung, was der von mir wollte dann. Und mein Spanisch ist natürlich auch grausam, dass ich ihm das nicht so erklären konnte, dass es eventuell so gehört. Und selbst wenn, das hätte ihn sowieso nicht interessiert. Was willst du dem Typen jetzt erzählen, das gehört so, wenn er sagt, das gehört nicht so? Naja, kurzum, er hat gemeint, wenn ich das nächste Mal bei ihm reinstolperte, dann soll ich das Ding hier nicht mehr hinten drauf haben. Das war Punkt 1 schon mal, wo ich mir gedacht habe, okay, das geht schon mal ganz gut los. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann kommen wir zu Punkt 2, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das so nicht, dass er da keine Ahnung davon hat oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat er schlecht geschlafen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das zeige ich euch jetzt mal. Also Punkt 2 in seiner Mängelliste war, wir gucken hier rein und wie ihr seht ihr nichts, nämlich keine Gurte.
Jetzt weiß ich selber nicht genau. Ich wollte ihm jetzt nicht erzählen, da gehören gerne Gurte rein. Die gab es damals noch nicht, weil ich das selber nicht hundertprozentig sicher bin. Vom Zeit her, wir sind hier 1971 ist das Auto. Von der Zeit her könnte ich mir schon vorstellen, dass es da noch keine Gurte gab. Hinten, vorne haben wir diese Beckengurte. Aber hinten sind gar keine Gurte. Es sind auch keine irgendwie, wie sagt man denn, keine Vorbereitungen oder irgendwie Ansatzzeichen, wo man sagen könnte, da gehören die vielleicht hin. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, da sind keine dran gewesen. Wohlgemerkt, so hat er auch die spanische Zulassung gekriegt, mit all den Dingen, wie es jetzt ist. Also das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Wahrscheinlich denkt er jetzt, ich baue hier 5-Punkt-Gurte ein und Schalensitze, damit er seine Gurte wieder bekommt. Aber er hätte gerne Gurte auf jeden Fall da hinten drin. Das war so der letzte Punkt. Naja, ich habe mir gedacht, okay gut, lass ihm sein Ding. Machen wir halt da hinten ein paar Beckengurte rein, ist ja alles nicht so schlimm. Die verschraube ich da unterm Sitz, das sieht man sowieso nicht so. Beckengurte gibt es bestimmt als Universal zum Kaufen. Reingeschnitzt, gut, freut er sich, ich habe meine Ruhe. Aber da war ich noch nicht bei Punkt 3, den habe ich davor noch nicht gehört gehabt. Und deswegen kommen wir jetzt zu Punkt 3. So, wieder gleiches Spiel, wie ihr seht, seht ihr nichts. Aber, wie ihr seht, sind hier diese Beckengurte ganz typisch aus dieser Zeit, würde ich mal sagen. Da gab es halt noch nicht dieses hier und hier und da und 3-Punkt-Gurt und Gurtstaffer und was weiß ich was noch alles. Hat ihm nicht gefallen. So ein Beckengurt ist nicht so sein Ding, hat er gemeint. Das fand er nicht so toll. Also da hätte er schon dann wirklich so richtige, so diese 3-Punkt-Gurte, glaube ich, sagt man. Also wo hier oben dann noch was rauskommt, dann geht es da runter und darüber und keine Ahnung. Somit war meine Idee von den hinteren Beckengurten auch wieder verschmissen. Weil hier sind keine Ansätze oder irgendwas, dass man oben einen 3-Punkt-Gurt reinmacht oder da hinten. Also, wenn ihr seht, wenn er eine Idee hat, dann hat er es ja schon richtig. Also, 3-Punkt-Gurte vorne, 3-Punkt-Gurte hinten. Spätestens nach diesem dritten Punkt war mir klar, wir werden keine Freunde mehr und wir gehen auch keinen Kaffee trinken später. Und mir war auch schon so weit klar, dass ich froh sein kann, wenn er mir nicht das Nummernschild wegnimmt und mich mit dem Arschloch aus der Halle befördert. So weit war ich schon, dass ich mir gedacht habe, okay, das sieht dir mal ganz anders wie ich. Dann kommen wir jetzt mal, weil die 3 Punkte sind noch nicht genug gewesen. 3 lächerliche Punkte, wie ich immer noch finde. Aber da muss ich noch ein bisschen recherchieren und dann schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Auf jeden Fall kommen wir zu Punkt 4. So, also Punkt 4 ist, kein, also es ist ein Meilentacho, kein KMH-Tacho. Das war sein Punkt 4. Und da habe ich mir gedacht, okay Bruder, bin ich bei dir. Meilentacho nur in Deutschland oder was auch immer, wir fahren hier KMH, verstehe ich. Ich kenne zwar so einen Tacho, dass man dann so ein paar, wie sagt man denn, so ein paar ja, Strichen machen muss auf dem Tacho, also sprich so irgendwie so 50, 30, 80, 120, dass man weiß, so diese Punkte. Bei diesem Tacho wirst du mit Sicherheit hundertprozentig nicht in KMH finden. Aber da kannte ich ihn noch nicht so richtig gut. Und er hat mir dann erklärt, nein, dieser Tacho, der muss in KMH sein. Also nichts mit irgendwelchen Ziffern oder sonst irgendwas oder irgendwelchen Strichal oder was auch immer. KMH will er haben. Mach ich dir, habe ich gesagt, mach ich dir. Ich habe keine Ahnung, wo der Tacho herkommen soll. Also wahrscheinlich würde ich es nicht machen. Das war mal Punkt 4. Aber fertig war er noch nicht. Also wir kommen zu Punkt 5, nämlich liken und abonnieren. Nein, Spaß, das war nicht Punkt 5. Aber liken und abonnieren. Punkt 5 war, da bin ich sogar bei Ihnen. Da sage ich auch wieder, okay, wir sind beim ersten Mal echt Hartz IV-mäßig billig weggekommen. Hat uns halt jetzt erwischt. Und zwar ist das die Beleuchtung. Wir haben ja beim ersten Mal, wie gesagt, nichts machen müssen an diesem Auto. Der ist wirklich so durchgeschubst worden. Und zwar ganz US-typisch halt, Licht an. Dann schaut das Ganze nämlich so aus. Leuchtet schön rot hinten. Andere Seite genauso. Dann haben wir unsere Seitenbegrenzungsleuchten. Die leuchten schön in Orange oder Gelb, was auch immer das sein soll. Und natürlich auch vorne genau dasselbe Spielchen.
War da nicht begeistert davon. Aber wie gesagt, okay, bin ich bei Ihnen. Das muss man in Deutschland auch ändern, das muss man auch in Spanien normalerweise wahrscheinlich ändern. Ich habe keine Ahnung, warum es beim ersten Mal nicht so war oder warum es beim ersten Mal keiner haben wollte. Oder ob er halt einfach nur einen schlechten Tag hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat er auch noch bemängelt und das hat er auch noch gesagt. Gefällt ihm nicht, will er so nicht haben. Änder das. Änder dich. Ja, das war es dann erstmal mit der üblen Mängelliste. Er hat dann noch so ein paar Sachen, hat er dann noch so, ich sag mal, die haben ihm nicht gefallen, die kamen nicht auf die Liste, aber die haben ihm nicht gefallen. Aber es hat mir auch wieder gezeigt, dass der Typ, glaube ich, keine Ahnung hat. Als erstes hat er mich gefragt, warum ich die Reifen angestrichen habe, also diese Weißwandreifen, die wo so gehören, warum ich die denn angemalt habe. Das war sein erster Punkt. Ich habe schon gesagt, so ihm malen nach Zahlen oder keine Ahnung, was er da von mir wollte. Aber was willst du denn halt auch so im Schrott noch sagen, wenn dich einer fragt, warum du die Weißwandreifen angemalt hast? Was willst du denn da noch erzählen? Und das Zweite, was ihm noch nicht so gefallen hat, wobei auch kein Mangel war, aber wo er halt, ich sag mal, ja, dumm geschaut hatte die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, merkwürdig geschaut hat. Es war halt dieser typische, obligatorische Blick im Kofferraum rein. Ja, was das halt hier sollte. Das hier, gut, ich meine, jeder, wo sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es ein Verstärker ist und dass das eine Musikanlage ist. Und das ist halt so ein Stromspeicher, was das wohl sein sollte. Aber ehrlich gesagt ist mir dazu nicht mehr viel eingefallen, was ich ihm da erzählen hätte können. Deswegen habe ich zu ihm nur mit die Schulter gezuckt und habe gesagt, das war schon drinnen. Ich habe keine Ahnung, was willst du dem noch erzählen, dem Typen? Also, war schon drinnen, habe ich gesagt. Und gut ist. Ja, wie das jetzt weitergeht? Gute Frage, schön, dass mich das fragt. Ich habe keine Ahnung. Ich rufe jetzt diesen Ingenieur an, diesen Typen, der wo damals diese Zulassung gemacht hat, und bespreche mit ihm das. Und ich denke, die beste Idee wird sein, ich mache gar nichts, sondern gebe ihm das Auto, so wie es ist, und sage zu ihm, mach mal. Ich denke mal, ich habe mit ihm schon mal telefoniert vor einer Zeit lang und er hat gemeint, das kann schon mal passieren, dass die ein bisschen, dass du jemanden erwischt, der wo halt da irgendwie nicht so, das sind jetzt nicht so wie in Deutschland irgendwelche Ingenieure oder sonst irgendwas, die wo da TÜV machen, sondern das sind, glaube ich, hier gibt es ja sowas wie Lehrberufe oder sowas, gibt es ja hier eigentlich zum großen Teil überhaupt gar nicht. Sondern wenn du denkst, du kannst das, dann kannst du das machen. So ist es hier. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir spielen einfach ein bisschen Roulette und warten ein bisschen und fahren dann einfach eine andere Station an und neues Spiel, neues Glück. So ist jetzt eigentlich mein Plan. Aber mal schauen, was, wie gesagt, dieser Ingenieur von diesem Oldtimer-Club sagt, was der mir ratet. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie die Sache ausgeht. Und wenn es Neuigkeiten gibt, dann sage ich euch das. Ja, ansonsten, er hier hat schon wieder einen neuen Kratzer drin. Einmal einkaufen gewesen, zurückgekommen, wieder heißt da jemand hängen geblieben. Echt grausam hier auf der Insel. Also die können alle nicht Auto fahren. Dann, ich habe ihn zu sehr gelobt. Hier der Blazer. Nicht mal 4 Wochen bis zur Rallye Marokko. Und natürlich fängt er jetzt an, Riesenzicken zu machen. Aber das seht ihr in dem nächsten Video. Nächste Woche seht ihr das. Dann sage ich euch, was mit dem schon wieder los ist und auch grausam. Also wenn was kommt, dann kommt immer alles zusammen. Ansonsten danke fürs Reinschauen, liken, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.